Ja, aber so singen die gerne. Aber ein paar Kämpfe schon mal gesehen, das wird immer aggressiver, immer stärker. Und sie schaut ihrer Gegnerin ins Gesicht. Auch wenn sie schlägt. Und wartet immer auf den Augenblick, wieder selbst in Aktion treten zu können. Hier wird einfach jetzt wieder gestoppt durch die Linke. Steckt es doch noch ein oder andere Mal mit dem Ellbogen, Alvarez. Blutige Angelegenheit. Dieser Frauenkampf. Aber das Frauenboxen hat wirklich eine Entwicklung mitgemacht, wie sie vor Jahren nicht möglich gehalten worden wäre. Nicht zuletzt auch durch eine Regina Halmich. Die hat ja nicht. Zuletzt gesagt, wenn sie eine Nachfolgerin hier sieht, dann ist es eben diese Susiana Kentikian. Vor allen Dingen einen spektakulären Kampf deswegen auch. Ist okay, wir sind vorne. So, jetzt beiße. Beißen. Jetzt beiße. Boxen. Ja? Nee. Hier noch einmal diese gefährliche Aktion mit dem Ellbogen. Die rechte von Kentikian. Also hat immer eine Faust mehr. Ziel. Me está escuchando. Abres con derecha, gancho y golpeado aquí abajo al abdomen. Me está escuchando. ¿Qué te pasa, vale? Na ja, gut, der gute Rafael Liendo, der hat da gut schimpfen. Er muss nicht selbst in den Ring. Und es ist erstaunlich, was Alvarez, ich kann es nur wiederholen, hier alles nimmt. Ja, da muss der Ring noch mal getrocknet werden. Wieder zur Begrüßung meine Rechte, sind wir ja schon gewohnt. Also Alvarez ist hier wirklich nicht zu beneiden, wollte ich gerade sagen. Und vollkommen richtig, jawohl. Mark Nelson bricht den Kampf ab, da kann sie sich jetzt beschweren, wie sie will. Er schützt die Boxerin und wenn das Handtuch nicht aus der Ecke kommt, dann muss der Ringrichter das eben selbst machen. Und das hat er somit getan und ich weiß nicht, warum Alvarez da aufregt. Sie hatte nicht den Hauch einer Chance gegen diese Susi Kentikian, die hier wirklich wie entfesselt geboxt hat. Holte sie ihre Gegnerin in die Mitte, aber die ist sauer. Die ist wirklich sauer, ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil sie auch 3-4 Mal getroffen hat. Kentikian war hier wirklich die überragende Boxerin und ich denke, sie ist 19 Jahre alt, wir werden noch lange und viel von ihr hören. Sie ist die neue WBA-Weltmeisterin im Fliegengewicht bis 50,802 Kilogramm. Susiana, the Killer Queen, Kentikian und sie hat gezeigt, dass sie diesen Namen zurecht hat. Und hier gibt es die ersten Küsschen und wir sind gleich wieder da.